Der Musser ist halt gay. Der Musser ist halt gay. Halb gay? Ich verstehe dich auch die ganze Zeit. Der Musser ist halb gay. So wie Fleisch halb gar ist, ist Musser halb gay. Wie magst du deinen Musser? Halb gay. Ja, es ist so eine neue Form von Bisexualität. Halb gay. Das ist immer nur arms gay. Das sind dann die Night Gays. Junge, bitte. Die Night Gays. Ja, ich bring so ein Spiel raus, Alter. Die Night Gays. Ja, das hört sich irgendwie an, weißt du, wie so eine Superhelden-Gay. Ja, Night Gays, komm. Ja. Superhelden mit Cape. Schwul oder nicht schwul? Geht klar. Ja? Aber ich fand Superman fand ich früher voll cool. Ich finde Superhelden. Also kommt auf den Cape drauf an. Ich finde zum Beispiel Spider-Man besser, weil er keinen Cape hat. Ich fand. Kann nix. Spider-Man kann ist schon ganz sein. Nice, Alter. Ehrlich, ein bisschen Doggy, Junge. Bisschen Milch, bisschen Schokoladenkuchen, bisschen Doggy. Bisschen Doggy. Warte, wie war das nochmal? Die Oma sagt, dein Dingens Peter, ist fast. Ich liebe dich. Genau, die Oma sagt, Peter, ich liebe dich. Und ich sage, ey, ein bisschen Doggy. Das war das nicht Silvester? Ja. Als ich durchgezockt habe. Übelst genial. Mega nice. Aber wir lagen da im Zimmer. Pia hat durchgezockt danach noch und wir haben aber noch Spider-Man vorher geguckt, der lief halt abends, ne? Und Pia kennt den Film von die ganzen Spider-Man-Filme kennt er auswendig. Und er konnte mitsprechen. Und irgendwann, weißt du, Drain war so durch, der hat einfach nur Scheiße zwischendurch gelabert. Das hat so geil gepasst, ne? Das war so schön. Zum Beispiel die Szene, Dingens, diese eine von dem Vermieter von Peter Parker. Die Tochter kommt rein und fragt, willst du ein bisschen Schokokuchen oder ein bisschen Milch? Und dann habe ich eigentlich einfach gesagt, und ein bisschen Doggy. Und wir haben uns bestimmt eine halbe Stunde darüber eingebissen. Ey, wir waren voll durch, Alter. Meine Vermieter weiß so, oh komm, ich biete mich mal hier dem an. Ein bisschen Doggy. Das ist Service, Alter. Und dann so bei dem Umzug, als der kleine Junge geholfen hat, sagte die Tante May zu Peter, Peter, ich liebe dich. Und ich sag so, ein bisschen Doggy. So geil. Ja, und dann war ein bisschen Doggy, war dann der. Die Antwort. Die Antwort auf alles. Ein bisschen Doggy. Abend kam Ende vor Film. Doggy. Ja, Mann. 60 Pro vorm Ende. Ja. Ein bisschen Doggy. Und da kommen die Credits. Nee, da steht nicht die End so, weißt du? Bisschen Doggy? Fragezeichen. Und dann, als der Film zu Ende war, dann haben wir auch ein bisschen Zweite Doggy. Zweiter Teil geht weiter. Ja, du vielleicht. Ich habe einfach Naruto gespielt. Ich mit Greed. Bisschen Doggy. Hinter mir, auf der Couch. Ja, warum nicht? Hast du was abbekommen, Pia? Nö. Hat zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Drei Minuten geht mein Booster noch und dann können wir Cut machen. Dann habe ich auch genug bis Samstag und dann Samstag nehmen wir wieder Riesenfolgen auf. Ja, würde ich sagen, müssen wir. Auf jeden Fall. Muss. Ich brauch die Folgen, Digga. Ich würde jetzt sagen, weißt du, wäre ich jetzt ein ganz normaler Let's Player, so eine Homo-Schwuchtel von Let's Player, würde ich mich jetzt entschuldigen für das Niveau, aber ich bin ja keiner. Also. Nee, sind wir nicht. Gönnt euch. Ja, müsst ihr durch. Ihr habt das abonniert, ja? Wenn, den Scheiß habt ihr abonniert, müsst ihr genau. Durch. Genau. Wollt ihr den Scheiß nochmal hören? Einfach zurückspulen. Ja. Ich gewinne dadurch nichts, ihr auch nicht, aber es macht Spaß. Oder einfach die neuen LPs, die kommen. Genau, gibt noch mehr da Scheiße. Dann geht einfach weiter. So ein Kackbull, Bullshit. Kackbull. Kackbull. Ey. Eigentlich wollte ich Pisskack sagen, aber. Und Bullshit, weißt du? Pisskack und Bullshit Kackbull. Ist Kackbull. Ihr seid so durch, Mann. Ey, kein Greed musste in seinem Video erklären, was Gamma Heil ist. Ey, oh mein Gott. Zuschauer das noch nicht kennen. Ja, Leute, ihr seid voll nicht up to date, Alter. Ihr seid voll nicht up to date. Das ist ja sowas von gestern eigentlich. Ihr seid so übelst Gamma Heil, Alter. Ich schwör's euch. Gamma Heil. Ja, Mann. Ihr habt kein Pegamenis, ne? Nee. Sondern Pini-Menis, ja. Achso, ey, schöne Grüße an Mitsu. Mitsu. Wenn du das siehst, du stinkst. So, jetzt hab ich's gesagt. Eiskalt. Ja.
Diabo. Diabo. Das Schlimme ist, ja. Jo. Das ist ja so penetrant bei ihr, ne, dass sich das auch noch verfolgt, selbst wenn sie nicht dabei ist. Ja, ich riech's durchs Mikro, Alter. Die muss nur einmal durch im TS Mikro gewesen sein, Alter. Riechst du komplett durch. Machst du nichts gegen. Kriegen wir auch nicht raus. Wir haben den TS jetzt 10-mal neu gemacht oder so. Du kriegst den Geruch einfach nie weg. Der Server ist verseucht. Sorry, Mitsu. Nein, natürlich. Kein hier Internetmobbing. Mitsu ist ganz nett. Bishi. Ganz nett ist so der kleine Bruder von Scheiße. Was ist denn die kleine Schwester davon? Würde ich gerne mal wissen. Süß. Genau. Doch, der ist aber, du bist so süß, ne? Aber ich würde mit dir nie was anfangen. Genau. Du bist so knuffig. Genau, du bist so knuffig. Oh, hätte ich nur einen Freund, der so wie du wäre. Ja, ja. Ja, das ja, Schui lässt Erfahrung auf. Ja, ist so, wer kennt sie nicht, diese Sprüche, ja? Ich nicht. Keine Ahnung, mir wird sowas nie gesagt. Ja, weil, weiß ich nicht. Weil ich Gamahel bin, Alter, weil ich ein Assi bin, Mann. Deswegen sagt man mir sowas nicht. Ja. Ey, wir haben es geschafft, den 30 Minuten Level abzuschieben, ich glaub's nicht. Ey, ich bin nicht mal Level up, Mann. Ich hab Booster, ne? Ich hab, oh, ja, 200er. Ja, gar nicht. Hast du 50% gemacht oder was? Hast du? Nee, ich hab gleich 96%. Ja, das kannst du nach dem Level-Dingens machen. Was kriegst du pro Digimon? Sorry. Jetzt musst du ja wieder rechnen, weißt du? Prozentual du musst... oder was da steht? Ja, was da steht, ist doch prozentual, oh, du ja, Held. Nein. Steht dahinter kein Prozent, sagst du? Nein, bei mir nicht. Virus Game. Weißt du, ich mich gleich so freue. Auf dein Bettchen. Auf meinem Bett, ohne Witz. Ohne Witz, Junge. Ja, nach Penn, so faggot. Alter, gleich übelst ratzen, ja. Weißt du, mein Film schauen? Ja, klar, Fernsehen muss nebenbei laufen. Sonst kann ich nicht mehr pennen. Pete Sweet, FTW. Ja, aber die Folge muss ich noch Jazzpunk schauen. Nee. Jazzpunk? Ich weiß nicht, ich finde diese neuen Projekte gar nicht so geil. Bis auf Space Mega Engineers finde ich. Space Engineers ist übelst nice. Minecraft Adventure Map. Adventure Map sowieso. Dann hier Dingens. Plants vs. Zombies. Ist auch ganz nice. Das ist voll geil, Mann. Ja, finde ich auch lustig. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Ich ist Bock für drauf. Xbox One, ne? Ey, ja, ist ja kein Thema. Kauf ich mir einfach. Was ich unbedingt haben will. Mario Kart, ja. YouTube Money, Digga, weißt du doch. Ach ja, muss da zur Gamescom, ne? Ferrari hast du gesagt, ne? Ja. Nicht Lambo? Lambo, wir können auch beide nehmen. Einfach, wir können immer drei mit. Einfach für jeden einfach. Ja, ist so. Also Greed fährt bei dir mit. Ja, Greed kommt im Kofferraum. Der kommt im Kofferraum. So steigt keiner mit ein. Ja, weißt du was, dann nehme ich einen Porsche, dann nehme ich Greed im Kofferraum, dann kommt er nämlich nach vorne. Alles klar, alles klar. Dann kann er rausgucken. Kühler Figur. Was oben so ein Kuckloch rein, so. Ja. Kann er rausgucken. Wie beim alten Charger, weißt du so? Weißt du, nein, wie R2D2, Alter. Weißt du, wie so ein Roboter, der diesen Flieger eben. Genau. Weißt alles du, wenn klar. Wenn er gehetet wäre, dann springt er so raus zu seinem kleinen Loch. Ah, schön, ey. Der Greedos ist dann der Fliegenfänger, so. Nein, Greedos, du weißt, wir lieben dich. Wir nennen ihn dann R2 Greedo. R2 Greedo. Oh mein Gott. R2 Greedo. Ja, schön. So, ich denke, das war's, oder? Leute, wie viel brauchst du noch, Musa? 8%. Ja, machen wir voll, oder? Ja, komm, die 8% können wir noch machen. Das ist vielleicht noch eine Folge für mich. Ja. Ich bin auch so ein View-geiler Bastard. Ja, nee, umso weniger müssen wir dann aufnehmen am Samstag. Weil wir müssen, so oder so... Ja, das sind, nur 5 Folgen oder so. Wir müssen deine 5 Folgen und danach die gemeinsamen 120. 120 Folgen an einem Tag. Ich würde sagen, wir nehmen schon gut was an Stunden auf. Ja, ein paar. Ein bisschen Ruhe. Und... Vor allen Dingen ist Wochenende, dann geht das mit dem Level noch schneller. Dann müsst ihr euch und den langweiligen... Wie viel ist Wochenende? 300%. Darf es nicht irgendwann 500? Ja, am 8. Am 17. Am 17.8. By the way, am 8.7. kommt ein Ei, ne? Für alle, die das wissen. Genau. Lassen. Am 8.7., das ist jetzt in 4 Tage, also Montag. Aber was ich sagen wollte... Ist das Montag? Ne, Dienstag, ne?
Dienstag. Warte mal, ich schau mal eben kurz. Dienstag. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass wir so viel aufnehmen, ist auch für Gamescom, ne? Wir brauchen genau. Content. Genau. Wir müssen Content klar machen für Gamescom, weil wir die 4 Tage nicht da sind. Mhm. Gamma, hey. Freue ich mich schon drauf. Wird auf jeden Fall fett. Auch. Vor allem mit Chewie. Vor allem wird es mein erstes Mal mit Chewie. Wir hatten so. Schon unser erstes Mal. Ne? Ich meine das erste Mal Gamescom mit Chewie. Nice. Ja. Ich würde sagen, wir müssen uns beeilen, ja. Was? Dings mit Tickets. Ja, ja, machen wir morgen, wie gesagt, heute. 15 Uhr. Ja, ja oder? Ne, wie lange musst du schaffen? Bis Ende. Ja, oder? Ja, wir können es auch. Ab wann? Ja, 11 Uhr. Ja, ich und dir offenes Ende. Dann würde ich sagen, ab 11 Uhr. Jo, ab 11 Uhr muss ich arbeiten. Ich weiß nicht, haben die bis jetzt was geschrieben? Weil sonst kaufe ich die dann halt direkt morgen früh. Ja, dann machen wir das morgen früh. Ja, dann kaufe ich die morgen früh. Da komme ich um 10 Uhr oder so, bin ich TS. Alles klar. Eine Stunde vorher. Ja, 10 Uhr ist scheiße. Da bin ich bei meiner Mutter und ich frühstück morgen bei ihr. 8 Uhr. Ja, 8 Uhr geht klar. Bist du um 8 Uhr schon wach? 6 Stunden, ja. Ne, Digga? Ja, ich bin da wach. Alles klar. Ja gut, dann machen wir das morgen. Gut. Du musst aber machen deine 8%. 1,5. Sehr gut. Ich kille gerade schon wie so ein Weltmeister, ja. Wie ein Weltmeisterbrötchen. Mit Körner. Und Mohn. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn man genug Mohn isst, dass man bei Drogentests durchfallen kann? Ja. Wusstet ihr, dass wenn man genug Mohn isst, dass man bei Drogentests Durchfall hat? Echt krass, Chewie. Woher weißt du das, Alter? Boah, du bist ja richtig schlau, Mann. Seht ihr, vom Chewie könnt ihr noch was lernen. Abonniert den. Kanal ist unten in der Beschreibung. Oh, mein Gay. Ich glaube, das hat sich so an mein Gay angehört. Ey. Abonniert ihn. Weißt du so, Alter? Nein, Alter, ey. Bist du, Junge? Herr Tutorial, Alter. Ja, habe ich jetzt gerade versucht. Kam gut rüber, ne? Also, ja. Fast perfekt. Nein, ey, wenn ihr Bock auf Chewie habt, ihr wisst es, unten in der Beschreibung ist sein Kanal. Könnt ihr abonnieren, kommen jetzt LPTs von uns. Die werden ab nächster Woche irgendwann, glaube ich, bei mir auch gezeigt, irgendwann. Oder übernächste Woche kann auch sein. Ich weiß nicht, wie das... Nächste Woche Donnerstag. Donnerstag, okay. Eigentlich. Nächste Woche Donnerstag sollten die nächsten Folgen zusammenkommen. Könnt ihr auf beide Sichten sehen. Beide Digimon auch, beide Stats. Und die Einstellung und bla und Keks. Und wenn er euch besser gefällt, als ich euch gefalle, könnt ihr mich mal am Popo küssen. Ganz dick, mit viel Liebe und so. Ich mache auch ein Herzchen dran. So. Ja, wenn ich euch nicht gefalle, dann könnt ihr trotzdem bei mir bleiben, weil ich brauche die Views. Genau. Oh Mann. Das ist mir scheißegal, ja. Also. Ja, an sich ist es mir auch nicht scheißegal, weißt du so? Aber ey, ganz ehrlich, nee, aber deswegen verbiegen oder so werde ich mich bestimmt nicht. Genauso wie Van Rookie, ja. Einer meiner Lieblingsstreamer, so geil. Er sagt so, ja hier, immer wenn er abhaut, sagt er irgendwie so, ich sag mal auf Deutsch, er ist Amerikaner, auf Deutsch heißt, sagt er irgendwie, wenn euch der Stream gefallen hat, bla bla bla, wie auch immer, ne, lasst doch ein Follow da, ne, oder sehen wir uns das nächste Mal. Wenn ihr mich nicht mögt, ja, dann subscribe bitte und followt. Aber geil, Junge. Ja, da es hier kein Subscribe gibt, also was sich rentiert, würde ich sagen, wenn ihr mich nicht mögt, dann subscribe auch nicht. Oder doch, wenn ihr Bock habt. Nein, Alter. Für Views und so ein Scheiß werde ich mich nie verbiegen. Also, darauf habe ich keinen Bock. Ganz ehrlich, dafür bin ich mir zu schade. Und wenn ich nur für einen Zuschauer was machen muss, für mich. Ihr müsst ja wissen, ich gucke ja, 90% der Aufrufe sind ja von mir. Ich gucke ja selber meine Videos durchgehend. Weil ich mir andauernd diese wunderschöne Stimme geben kann. Wir werden das echt lange glauben. Ohne Witz, ne? Ich guck mir gar nicht so manchmal deine Let's Plays an. Ich kann mir meine eigene Stimme nicht geben, ich weiß nicht wieso. Vor allem das, was ich laber, finde ich total behindert. Glaube ich bei jedem so, bei jedem die eigene Stimme ist ein bisschen komisch. Wenn man aber ich rede halt immer das, was mir gerade in den Sinn kommt, deswegen kommt das auch immer so dumm rüber. Wahrscheinlich. Mhm. Ja, es ist auch 90% immer dumm, was rauskommt. Ja. Ja. Die Leute gucken es trotzdem, sagen. Weißt du? Ja, genau. Vor allem ist es mir, nachdem ich es gesagt habe, auch scheißegal. Wie gesagt, mit dem Event, das klären wir auf jeden Fall. Jetzt die Tage, da wird auf jeden Fall diesen Monat, das ist versprochen, diesen Monat kommt auf jeden Fall das Event. Gewinne gibt's auch satt. Also ihr könnt von Items bis über kleinere Geldgewinne und... Ja. Und auf Pyron sein Wort kann man sich verlassen. Ja, letztens der Stream, ja, der Stream geht noch so 3 Stunden. Ja, ist ja das ist halt Lustsache.
Ja, ich weiß, aber das ist ja... Am Anfang hatte ich voll viel Bock und hinterher hatte ich halt keinen Bock mehr, weißt du so? Ja, weil es immer nur noch dasselbe war, ja. Wir haben ja die ganze Zeit nur Raid gemacht und was anderes konnte man ja auch nicht so wirklich machen. Außerdem hat Musa gefehlt, die Fotze. Ehrlich, ja, ne? Musa hat versprochen, der kommt und der ist einfach Penn gewesen, der Wichser. Kommt dann kurz nachdem ich Stream versucht, beendet habe. Ich hab's echt versucht. Ich stehe auf, ich schaue nach draußen, es ist voll hell. Digga. Es ist 18 Uhr. Ey, ich bin selber kurz vorher erst aufgestanden. Chill. Deswegen ich glaube, weiß ich nicht. Wir haben bis 6 Uhr morgens noch gefahren, diese scheiß Keys, damit wir für den Stream fertig alles hatten, ne? Genau. Ich hab mich schon voll auf den Fahrt. Egal, wir hatten trotzdem Fun. Die Leute waren gut drauf, ich war gut drauf. Hat Spaß gemacht. Schui war da. Ich gut drunter, ja. Schui ist immer gut drunter. Ich lieg gerne oben. Oder ich stehe gern dahinter. Ja. Solange du hinter mir stehst, ist alles gut. Ich stehe immer hinter dir, Digga. Auch wenn du dich bückst und so, ich stehe immer hinter dir. Bist du immer. Bist du jetzt Level up, Digga? 66 ist das. Alles klar. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Boah, Alter, wir können nicht mit so einer Gay-Aktion aufhören, ja? Chill. Guck mal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Shui, dass er wieder mitgemacht hat. Auch morgens um 2. Ja. Danke auch an Musa, dass du Bock drauf hattest. War nice. Den Musa werdet ihr jetzt auch öfters hören. Der wird jetzt öfters dabei sein, wenn ich ihn treffe im Stream. Was ist das? TS? Nicht Stream. Wenn ich ihn im TS treffe. Wie gesagt, Event kommt. Videos werden folgen. Wir sehen uns. Bis dahin viel Spaß noch. Abonniert Chewy und mich und liked und nicht liken, wie ihr Bock habt. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüss.